Zeit nehmen. Wir finden es echt richtig cool. Mein Name ist Sarah. Und ich heiße Julia. Hallo Sarah, hallo Julia. Hallo. Frau Karrenbauer, jetzt mal ehrlich, was haben Sie denn eigentlich verbrochen, dass Sie vor Gericht landen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich habe gehört, es ist, weil ich eine Frau bin, weil ich aus dem Saarland komme, weil die Männer sich nicht wohlfühlen. Also ich bin total unschuldig und ich werde das heute Abend auch beweisen. Okay, und wen würden Sie denn gerne mal anklagen? Boah, da fallen mir 1000 Männer ein und einige auch, die hier im Nachengericht sitzen. Also das werden wir heute Abend auch noch besprechen. Was hat sich in Ihrem Leben seit der Anfrage des Nachengerichts bis zum heutigen Tag verändert? Na, ich bin wirklich am Grübeln, was man mir vorwirft und bin alle mein ganzes Leben durchgegangen, was ich angestellt haben könnte und mir fällt einfach nichts ein. Und ich hoffe, wenn heute die Veranstaltung vorbei ist, die Verhandlung, dass ich dann noch wieder ruhig schlafen kann. So, hier eine Versammlung, dort eine Rede im Bundestag, ein Event jagt das nächste. Und bleibt da noch überhaupt Zeit für das Familienleben? Na, relativ wenig. Ich versuche am Wochenende zu Hause zu sein, bei meinem Mann und auch bei meinen Kindern. Manchmal klappt es nicht jedes Wochenende, aber wir haben uns auch schon so ein bisschen dran gewöhnt. Wie fühlt es sich an, Macht zu haben? Es ist vor allen Dingen viel Verantwortung, auch viel Druck. Und ist aber etwas, woran ich schon seit vielen Jahren gewöhnt bin, auch als Ministerpräsidentin gewöhnt war. Und wenn es gut läuft, ist es leicht zu tragen, aber es gibt auch schwere Stunden. So, was wir auch noch wissen wollen, können Sie noch ohne Begleitung von Sicherheitsbeamten in den Supermarkt zum Shoppen oder Joggen gehen? Ja, also ich gehe zu Hause immer noch in meinen eigenen kleinen Supermarkt einkaufen, wo ich vorher auch immer unterwegs war. Die Leute kennen mich da. Und natürlich ist es so, dass ich oft angesprochen werde, dass Leute auch Selfies wollen. Aber ehrlich gesagt, ich finde es schöner, wenn die Leute sagen, machen Sie ein Selfie mit mir, als dass sie weglaufen, wenn ich komme. Also insofern, alles gut. Also wir haben ja gehört, Sie treten gerne mal in der Fastenzeit als Putzfrau auf. Wie wichtig ist es für Sie die närrische Zeit? Ist für mich ganz wichtig. Also ich glaube, dass man wirklich auch über sich selbst lachen können muss, über andere Dinge auch. Und Politik ist manchmal ein sehr ernstes Geschäft. Und da ist es ganz gut, wenn man auch mal was zu lachen hat. So, sagen Sie mal ehrlich, entscheiden Sie selbst, was Sie anziehen oder gibt es einen Berater, der Ihnen langweilige Jacketts oder Hosenanzüge à la Angela Merkel in den Kleiderschrank hängt? Na, ich versuche selbst zu entscheiden, auch meinen eigenen Stil zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Aber natürlich repräsentiert man auch, wenn man Ministerpräsidentin ist oder Parteivorsitzende. Und deswegen muss man schon ein bisschen überlegen, was man anzieht. Und das ist für Frauen viel, viel schwerer. Denn Männer knallen sich immer in den gleichen langweiligen Anzug, wechseln vielleicht noch die Krawatte und das war's dann. Während wir morgens überlegen müssen, bei 5 verschiedenen Terminen, ob das Outfit über den ganzen Tag passt. Also das zeigt schon, dass Frauen einfach schon schlauer sein müssen als Männer, sonst würden sie das überhaupt nicht hinbekommen. Also, dann danken wir Ihnen fürs Interview und viel Glück noch. Dankeschön, vielen Dank.